Weißt du, wie es ist, wenn ein Riss durch die Seele zieht? Die Liebe dem Schmerz tief im Herzen unterliegt. Wenn die Tränen nicht mehr trocknen und dein Lächeln nicht gelingt. Die Träume von den Bäumen fallen wie die Blätter im Wind. Alle deine Fragen bleiben begraben mit dir allein. Wenn Regenbogenfarben, die keine Kraft mehr haben, nur grau erscheinen. Irgendwann wird wieder Licht und die Sonne kommt zurück und scheint für dich. Wisch dir die Tränen aus den Augen, lass die Hoffnung nie vergehen. Alte Wunden werden heilen, du wirst sehen. Skillibom. Oh. Hallo, Herr Tarner. Hallo, Herr Tarnerin. Oh. Hallo, liebe Hater. Ganz besonders an euch. Küsschen gehen raus. Küsschen gehen raus. Und ja, uns geht's wie immer nicht gut. Trotzdem küsse ich euch ganz besonders. Ja, Leute, es ist heiß. Es war ein super schöner Sonntag. Bis auf dieses Spiel gestern, was einem wieder das Wochenende
so ein bisschen vermiest hat. Jetzt 24 Stunden später dachte ich, so eine kurze auf einen Gösser, weil gestern sah es wirklich so aus, als wenn ich Papa werden könnte. Es hat sich aber beruhigt und deswegen dachte ich, wer weiß, ob ich Dienstag eine Loge machen kann. Wenigstens auf ein Bier eine verspätete Brunchtime-Loge. Prost, Leute. Es ist ein Gösser 0,0, ja? Nur damit ihr nicht wieder anfangt zu erzählen. So ist es nicht. So, ich war gestern relativ down, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe gestern relativ viel in Frage gestellt, was das werden soll, die Saison und alles Mögliche. Und dachte jetzt oder eine Nacht später, dass natürlich haben wir 0 Punkte, stehen ganz hinten in der zweiten Liga. Das hätten wir alle nicht gedacht. Oder vielleicht hätten wir es schon gedacht, aber hätten es für einen Albtraum bezeichnet. Und es ist eben so. Es ist eben so und im Endeffekt haben wir das ja auch alle irgendwie insgeheim so ein bisschen befürchtet, dass wir sehr schwer in der Liga ankommen werden. Und jetzt ist es einfach so gekommen. Also klar war das gestern absoluter Offenbarungseid. Wir haben offensiv überhaupt nichts geleistet, gar nichts. Es war ideenlos. Es war das alte Problem, nachdem wir die Tore bekommen haben, dachte man, ey, wir spielen, als hätten wir uns in die Hose gemacht. So fahrig und ja, angsterfüllt. Dass man dachte, ey krass, das ist eigentlich wieder ein Rückfall in die letzte Saison, wo es genau so aussah. Und klar kann man das nicht schönreden, 0 Punkte, 0 Tore, 0-5 Torverhältnis, das sieht alles richtig beschissen aus. Es sieht alles richtig beschissen aus, aber, und das ist glaube ich das Wichtigste, ey, wir müssen trotzdem jetzt erstmal ruhig bleiben. Wir müssen die Ruhe bewahren und vor allem, vielleicht, ich habe heute so gedacht, es ist vielleicht ganz gut. Das einzig Gute daran ist, dass wir uns diese Krise jetzt gleich am Anfang nehmen. Jeder hat in der Saison mal eine Krise und wir haben die jetzt halt gleich ganz am Anfang. Und vor allem ist es, glaube ich, ganz gut, dass jetzt nach dem HSV-Spiel, glaube ich, jedem, auch im Club, jedem bewusst geworden ist, dass wir einfach auf der 10 im offensiven Mittelfeld unbedingt was machen müssen, dass wir einfach zu schlecht sind, dass wir einfach zu schlecht besetzt sind. Wir haben niemanden, der Pässe spielen kann und dass es so nicht funktionieren wird, ist, glaube ich, jedem bewusst. Davor war es noch so ein bisschen, ja, wir sahen gut aus gegen Düsseldorf, wir sahen gut aus gegen Wien, Wiesbaden. Dann haben wir offensiv im Pokal gut gespielt. Ja, und jetzt gegen Hamburg einfach so wie Düsseldorf einfach der erste richtige Härtetest, haben wir halt gesehen. Wir haben so keine Chance. Wir haben keine Chance, im Offensivspiel so irgendwas zu gewinnen. Und wenn man jetzt die Interviews danach gehört hat, also wie Paul gesagt hat, also er dachte unter der Woche eigentlich, wenn wir so spielen wie gegen Jena, gewinnen wir. Aber vielleicht ist die Qualität einfach nicht genug für die zweite Liga momentan. Und auch Leisner, den ich auch richtig geil fand, dass der Typ, der neu im Club ist, auch mal einfach Tacheles redet und sagt so, ey, pass auf Leute, wir spielen einfach nicht genügend Sachen raus. Offensiv passt es einfach nicht. Und das werden die Leute schon gehört haben. Und ich meine, so, Paul hat gesagt, es wird noch viel passieren in den nächsten 2 Wochen. Also ich gehe mal davon aus, dass auch dieses Bewusstsein, dass wir im Endeffekt jetzt Transfers noch nicht freigegeben haben, die eigentlich schon sicher sind, weil wir kein Geld haben, dass die jetzt freigegeben werden, weil jetzt auch Leute im Club, die vielleicht gedacht haben, ey, wir kommen so vielleicht durch die Saison, gesehen haben, das klappt so nicht. Und das ist, glaube ich, das Gute daran, dass wir jetzt halt diese 3 Spiele verloren haben, weil ich glaube, es wird jetzt wirklich was passieren. Es wird was passieren. Also ich glaube, der Demme-Transfer wird jetzt sehr schnell abgeschlossen werden, wenn Demme dann noch kommen will, sofern er dieses Spiel gesehen hat, wovon ich mal ausgehe. Kann ich mir das gut vorstellen. Ich
glaube auch, dass wir auch noch im offensiven Mittelfeld noch jemanden holen werden, damit das da ein bisschen besser läuft. Und im Grunde genommen ist es natürlich so, dass auch ich, ey, ihr kennt mich so, ich bin immer ein Träumer und sage immer, Alter, wir sind Hertha BSC, ey, wir spielen natürlich um den Aufstieg mit, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir erstmal eine Saison spielen, um überhaupt uns zu konsolidieren und irgendwie ja, die komplett neue Mannschaft, die sie ja ist, also wenn wir jetzt wirklich die ganzen alten, teuren Spieler abgeben und mit sehr viel Jungen auflaufen, das braucht halt Zeit. Es braucht halt Zeit und es bringt halt jetzt nichts, dass wir jetzt den Kopf verlieren und sagen, Scheiße, wir brauchen einen neuen Trainer, so klappt das nicht. Die Jungen werden das nicht kriegen. Auch die brauchen halt ihre Zeit, bis sie die Routine, die Eingespieltheit haben, da ihr Niveau vielleicht auch ein bisschen auszuspielen. Klar, wenn es alles gut läuft, dann hat man halt so jemanden wie Maser oder vielleicht ein Palko Dardai, der von Anfang an funktioniert, aber so, das braucht halt eine Weile. Und die zweite Liga ist halt doch ein bisschen, also ist erstmal besser, als glaube ich viele Spieler von uns es gedacht haben. Viele haben wahrscheinlich wie immer bei uns gedacht, es läuft einfach. Also gerade von den Erfahrenen, so wie Marco Richter und ja, weiß ich nicht, Kempf vielleicht auch. Also ich glaube, dass viele Spieler das unterschätzt haben, wie krass da gekämpft wird. Und gestern hat man bei Hamburg halt ganz klar gesehen, es war so ein verdienter Sieg, dass das Niveau auch wirklich gut ist. Also Hamburg war in allen Bereichen gestern überlegen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir einfach auch wieder mal uns so einen Hertha-Tag gegeben haben. So einen Tag, wo man denkt, so, ey, weißt du, selbst wenn Hamburg überlegen ist, musst du das Spiel so natürlich nicht herschenken. Wenn du das, also eigentlich den richtigen Pal Dardai-Fußball spielst, wenn du richtig auf die Socken gehst und bist am Mann, dann musst du auch so das Spiel nicht verlieren. Also das hat mich natürlich schon geärgert im Nachhinein, weil ich fand, als das Spiel angepfiffen wurde und wir die erste Chance hatten, und dann kam Hamburg mit dem ersten Ball nach hinten, da hat man schon gesehen, dass irgendwie die Spieler relativ weit weg wieder standen und wir wieder die Leute zum Flanken kommen lassen haben im Abstand von 5, 6 Metern. Und das kannst du halt nicht gewinnen. Es ist eben so. Trotzdem, wenn du richtig gut kämpferisch eingestellt bist, glaube ich, dann musst du auch so nicht beim HSV verlieren. Aber gut, es ist jetzt so gekommen. Wie gesagt, ich glaube, es wichtig ist, dass wir jetzt halt zusammenstehen und auch weiter an das Team glauben. Weil wir haben in der letzten Woche, haben wir noch die Aufstellung uns angeguckt. Und es ist ja auch so, wenn du dir die jungen Leute anguckst, die wir haben, die haben alle Potenzial. Wir haben mit Reese, Winkler, Marton, Benze, super viele junge Spieler drin, die echt ein richtig krass großes Potenzial haben, die sich erstmal einspielen müssen. Wir haben im Endeffekt mit Leistner und Kempf eine Innenverteidigung, die wirklich eigentlich für die Liga sehr gut ist. Ich glaube auch, dass Duziak auf links auch also absolut Zweitliganiveau mindestens hat, um da eine gute Rolle mitzuspielen. Und jetzt heißt es halt einfach, die Mannschaft jetzt wirklich ein bisschen noch zu verstärken und denen die Zeit zu geben. Und dann wird es schon. Wir werden sicherlich nicht absteigen, das glaube ich nicht. Aber wir müssen jetzt als Herr Thaner und auch so, klar, also jeder will, dass das dem Verein gut geht, aber wir müssen einfach die Zeit denen geben, dass die Mannschaft, die jetzt aus vielen jungen Leuten besteht, halt so verstärkt wird, dass wir dann halt vielleicht in der nächsten Saison vorne mitspielen können. Aber es bringt halt nichts, jetzt da die ganze Zeit draufzuhauen. Tut weh, aber das muss einfach so sein, dass wir halt trotzdem die Mannschaft anfeuern und bei denen stehen und optimistisch sind. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, jetzt irgendwie den Trainer in Frage zu stellen oder den Trainer zu wechseln, den Manager in Frage zu stellen. Nein, es muss jetzt halt erstmal ein bisschen Ruhe im Verein sein, was wir ja nie haben. Und dann bin ich mir sicher, klappt es auch schon. Die Saison ist noch super lang und wir werden 10, 13 Siege werden wir schon schaffen, dass wir da nicht absteigen. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass wir so eine Mittelfeldsaison spielen. Es wird hart. Ne? Union hat heute 4-1 gewonnen.
Es ist so, aber viele haben mir heute schon wieder geschrieben, ey, wir sind, das ist vorbei. Union wird für immer die Nummer eins in Berlin sein. Hertha hat seinen Platz verspielt. Der Berliner Club ist jetzt Union. Nein, es ist aber so nicht. Es ist jetzt so, natürlich. Aber auch unsere Zeit wird wieder kommen. Wir werden wieder besser spielen und dann. Wir haben so geile Fans. Wir sind so ein krasser Haufen. Wir sind viele und wir haben so Tradition. Es wird wieder bergauf gehen. Da bin ich mir absolut sicher. So, das war jetzt erstmal das Statement. Zum Spiel gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich finde, wir waren in allen Bereichen unterlegen. Das müssen wir jetzt nicht groß analysieren, finde ich. Manu, der auch in der Strickloge ist, hat, finde ich, einen sehr treffenden Post heute geschickt in unsere Gruppe. Ich weiß nicht, ihr kennt ihn, er hat schon also über die Finanzen ein paar Sachen gesagt und wir haben auch ein paar Watchalongs zusammen gemacht. Er schreibt, er lebt mittlerweile, ist von Berlin nach München gezogen. Er schreibt: Servus, ich plädiere für ein wenig Realismus und Geduld. Dass es dieses Jahr um Konsolidierung und damit in erster Linie darum geht, nicht durchgereicht zu werden, muss doch allen klar sein. Die Saison ist lang und ich bin mir sicher, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Gerade die jungen Spieler brauchen Zeit, sich an die Liga zu gewöhnen. Wichtig ist, dass jetzt kein Aktionismus ausbricht. Dennoch wären zwei, drei neue Spieler, die sofort helfen, nicht verkehrt. Das sehen die Leute bei 777 nach den drei Spielen sicher auch so fern. Sicher auch so. Insofern, alles wird gut. Ich finde, dass das genau meine Meinung widerspiegelt. Wir müssen jetzt einfach Ruhe bewahren und dann der Mannschaft einfach Zeit geben und Vertrauen haben, dass die jetzt noch ein bisschen was investieren. So, erstmal aber noch natürlich, hallo Leute. Ich bedanke mich natürlich erstmal bei Johnny L, der geilen Sau, für sein Abo im 6. Monat. Vielen Dank. Holger hat im 9. Monat schon wieder abonniert. Küsschen, du bist der Geilste. Vertraust trotzdem Team Paul, ich auch. Tony D im 10. Monat abonniert. Ihr seid die Geilsten. Es ist einfach so geil zu sehen, dass ihr trotzdem dabei bleibt. Super schön. Der gestrige Spieltag war katastrophal, aber die Truppe kriegt die Kurve noch. Das glaube ich auch. Und Dennis, die geile Sau, ist auch schon wieder am Start. Das gibt's doch nicht. 100 Bits. Hau zurück, Großer. Ich hoffe, du hast diesen traurigen Tag gestern noch gut über die Runden gebracht. Tor Hertha, hallo Mikado. Respekt für euch, die in Hamburg wart. Wirklich, ey, absolut. Man hat euch so laut gehört. Also die Herthaner waren lauter als die Hamburg-Fans. Es war ausverkauftes Stadion. Also auf Sky hat man nur die Herthaner gehört. Hab keinen Fahrschein. Guten Tag, du abgehobenes Schwein. Hau hier, euer Jürgen. Werner Wuchtig. Niemals aufgeben. So sieht's aus. 1892. Hast du dich auch erholt von gestern? Benito Bonusheft. Damn, boy. Base, how low can you go? How low can you go? Das trifft es ganz gut. Hau her, Jürgen, das Lied ist zu optimistisch. Nein, es kommt schon irgendwie. Therapie, so sieht's aus. CS70, endlich wieder Abstiegskampf. So sieht's aus. Little Benzi, Tag auch. Maxi Burn. Ich bin kein guter Reichsbürger, aber ich versüße dir den Abend gerne. Wie gesagt, ich dachte so kurz auf dem Gösser, um ein bisschen die Nerven zu beruhigen, muss das doch sein. BSC, ja, es fehlt mir auch die Worte. Es sieht gut aus, Dennis. Momentan, Donnerstag ist der Termin und zurzeit ist wieder alles ruhig. Die Dienstagsloge steht um 19 Uhr. Ja, es ist wirklich. Ja, Soccerier, ich hoffe, ich habe dir ein wenig Hoffnung geben können. Oh, es ist viel zu viel. Krass, wie viele Leute schon wieder hier sind. Ich könnte es. Also, kann ich gar nicht alles jetzt lesen. Danke, ihr Schnoddels.
Ey, zu optimistisch. Ich bin bestimmt nicht optimistisch nach dem Spiel. Ich wollte es nur grundsätzlich sagen. Ich wollte grundsätzlich nur sagen, wie es meiner Meinung nach aussieht, dass wir uns halt darauf einstellen müssen, dass die Saison halt jetzt nicht die Mega-Knaller-Saison wird. Und ich mache mir natürlich genauso Sorgen wie, glaube ich, jeder von uns, dass halt Leute wie Rehse, Winkler, vielleicht sogar auch ja, bestimmten Leistnern Kempf sagen, ja, wollen sie sich das jetzt lange antun, in so einer Mannschaft zu spielen? Aber ich finde es halt Quatsch, jetzt nach 3 Tagen im Endeffekt so eine Gedanken jetzt schon zu Panik werden zu lassen. Weil, ey, wie gesagt, die sind alle hier, die haben einen Vertrag, die Saison ist lang und ich bin mir sicher, dass auch bei uns der Schalter noch umgelegt wird und wir auch gute Spiele machen werden und es dann auch läuft. Wir müssen denen jetzt einfach die Zeit geben. Und ich vertraue in Paul, trust in Paul, der wird die Sache schon auch richtig gesehen haben. Ja, ansonsten ist jetzt halt, wir werden jetzt sehen, was passiert. Also nach der Ankündigung gehe ich davon aus, dass, also vielleicht bestand ja im Vorstand die Meinung, nichts mehr machen zu müssen. Und da bin ich mir sicher, dass sich jetzt was geändert haben wird. Die Frage ist natürlich, wer will zu einem Club gehen, der aus der ersten Liga abgestiegen ist, der mega schlechte Schlagzeilen gemacht hat die letzten 3 Jahre, 4 Jahre. Und jetzt 0 Punkte, 0 Tore in der zweiten Liga hat. Es muss jemand sein, der Bock drauf hat, der das Potenzial sieht. Und der sofort helfen kann. Also, wer könnte das sein? Das wird spannend. Goldhand, Diggi. Wie war dein Nachtdienst? Alles gut? Ja, Pelle, ich glaube auch, das wird sehr wichtig sein, den ersten Sieg einzufahren. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass auch nächste Woche, dass das auch hart wird. Also auch gegen Greuther Fürth wird es jetzt auch nicht leicht. Und selbst wenn es jetzt 2, 3 Spieltage dauert, bin ich mir sicher, dass wir diesen Druck standhalten und es dann drehen werden. Es ist natürlich krass, ja. Es ist natürlich total krass. Braunschweig gewinnt gegen Schalke. Unglaublich. Osnabrück verliert gegen Nürnberg. Ich kann die Punkte gar nicht sehen, aber ich fürchte. Ah, okay. Lautern hat gewonnen am Freitag schon. Also es ist natürlich schon wieder sehr unglücklich, dass wir jetzt, also wirklich auf dem letzten Platz noch nicht mal punktgleich sind. War klar, dass es so kommt. Kiel verliert gegen Magdeburg auswärts 2 zu 4. Also man sieht einfach, die Liga ist krass. Die Liga ist krasser, als wir erwartet haben, glaube ich. Also es wird so ohne Gegenwehr und mit schönen Spielen nicht laufen. Aber Leute, wir müssen es einfach so sehen. Das wird ein Kampf und das wird aber auch, das ist auch, es ist ja auch geil, irgendwie diesen Kampf mitzumachen und dann, wenn es wieder bergauf geht, dabei zu sein. Ich weiß, es hört sich total doof und beschissen an, weil wir das jetzt schon seit ein paar Jahren machen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die letzten Jahre, die waren ja im Endeffekt einfach so katastrophal und wir haben die ganze Zeit mit einer Mannschaft gespielt, wo man irgendwie sich gedacht hat, Alter, die geben nicht alles. Und ich glaube, dass das zumindest jetzt anders ist, dass wir eine Mannschaft haben, wo die Leute schon für den Club alles geben. Das sind super viele junge Leute da, die ein Riesenpotenzial haben und so. Ich glaube, dass es deswegen leichter ist, jetzt am Anfang in so einer Krise zu stecken und dahinter zu stehen, als jetzt vielleicht letztes Jahr. Es ist natürlich für alle Hater das allerschönste Geschenk irgendwie. Und da müssen wir als Herr Thaner jetzt einfach mal durch. Es wird
morgen für jeden, der eine Arbeitsstelle hat, wo auch ein paar Unioner sind oder egal welche Leute, wo viele Kollegen sind, wird es wieder mal Häme, Spott ohne Ende geben. Aber ey, Leute, da müssen wir einfach drüber stehen. Sind wir ja eigentlich gewohnt, oder? Es ist, wie es ist. Aber es war schon krass, wie ehrlich die Interviews nach dem Spiel geführt wurden. Krass. Also ich bin wirklich gespannt, was da passiert. So. Mal schauen, was ihr so noch schreibt. Was geht ab hier? Na, sie sagt danke für Goldan für das Geschenk-Abo. Ey, er ist einfach der geilste Typ, Mann. Heute Morgen und immer weiter. Nachtdienste oder wie? Mann, Goldan, du musst noch mal reinschreiben, was du denn machst. Du bist Bäcker. Dir fehlt die Fantasie, gegen eingespielte Zweitligisten wie KSC, Braunschweig, Kiel die nötigen Zähler zu holen. Ja, ey, momentan ist das so. Momentan ist das auch so, aber das wird, also ich glaube, dass auch wir dieses Niveau, den Kampf auch annehmen werden und qualitativ nicht zu schlecht sind. Die Mannschaft muss sich erstmal finden und das Erfolgserlebnis haben und dann bin ich mir sicher, wir schaffen das. Und ich bin mir auch sicher, dass wir jetzt die Kohle für Dämme frei machen werden. Es sah ja eigentlich so aus, als wenn es jetzt am Wochenende vor dem Spiel schon verkündet wird. Ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher, dass wir das jetzt machen. Weil auch der Letzte jetzt gesehen hat, dass wir da auf jeden Fall noch was brauchen. In meiner Nachtschicht hatte ich einen mit einer Spraydose im Hintern. Wie, du bist Arzt oder wie? Ach du Scheiße, Alter. Be true to the gang, Diggi. So, ey, Erzengel Mike, so sieht's aus. Ja, Ingo Schiller hat es jetzt ja bestritten. Er meinte, er hat gar kein Leckerli bekommen. Ratzebrock, ich glaube nicht, dass Freddy, der blöde Sacker, uns noch irgendwas gibt. Der will uns noch auf Millionen verklagen. Bin ich wirklich sehr gespannt, was jetzt da ist. Das ist auch so geil. Der Berliner Kurier wäre jetzt plötzlich Marius Gersbeck als den absolut liebsten Typen darstellt, was er ja vielleicht auch ist, aber es sieht alles so aus, als wenn wir jetzt auch unseren Keeper zurückkriegen. Timo Tobe, absolut, das hat mir auch so krass wehgetan. Unglaublich. Ich war so bedient gestern, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es war für mich was wirklich ganz gut, dass hier meine Freundin das Gefühl hatte, dass das Kind kommt und ich deswegen absolut rausgerissen wurde aus meiner Depression. Ich bin runtergekommen und sie meinte so, oh ey, krass, krass, krass. Sie glaubt, es geht los und dann dachte ich nur so, oh shit, damn, okay, alles klar. Und musste mich erstmal um andere Sachen kümmern, das war genau das Richtige. Bis ich dann gemerkt habe, dass sie neben mir schläft. Ja, und da war mir klar, wenn im Schlaf kriegt man keine Kinder. Also, und heute Morgen, als ich aufgewacht bin und nochmal drüber nachgedacht habe, ja, muss man einfach sagen, ey Leute, so ein bisschen, ich meine, Hamburg hat die letzten 3 Saisons Relegation gespielt, natürlich gescheitert, wir haben immer gelacht drüber, aber die haben einfach natürlich eine eingespielte Mannschaft, die wissen, wie es geht. Und wir sind einfach momentan noch ein echt wilder Haufen, ein wild zusammengewürfelter Haufen, der funktionieren kann, aber der halt Zeit braucht. Und klar, so ein Erfolgserlebnis hätten wir jetzt hätten, dann würde es da sicherlich auch besser aussehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dann nicht gegen Hamburg verloren haben, aber 0 Punkte, 0 Tore macht es natürlich nicht leichter. Also, es ist einfach so. Aber ich glaube, dass eventuell hätten wir jetzt 4 Punkte, weil wir jetzt gegen Düsseldorf einen Punkt geholt hätten, gegen Wien 3er,
dann wäre es eventuell so, dass viele im Club vielleicht sagen würden, naja, komm, 4 Punkte ist jetzt auch nicht schlecht, das kann man nicht als Fehlstart bezeichnen. Und ja, das geht schon, die Mannschaft ist gut genug. Und dann wäre das Transferfenster zu und dann würde uns auffallen, scheiße, das wird so nicht funktionieren. Das glaube ich schon ein Vorteil, weil ich glaube auch, dass viele Leute, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ob Dennis das auch gesagt hat, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass Benze zum Beispiel auch auf der 10 funktionieren kann. Aber die sind halt alle super jung. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der sofort funktioniert, der im offensiven Mittelfeld spielt und sofort funktioniert. Es nützt ja nichts, wenn wir da jemanden haben, der jung ist und erstmal Zeit braucht oder der sich vielleicht dann auch verletzt, weil er noch nicht die nötige Spannung hat oder sowas. Und dann haben wir wieder gar keinen. Also das heißt ja nicht, dass wir nicht unseren Weg gehen wollen, wenn wir jetzt einen erfahrenen Spieler holen. Also wir brauchen halt beides und das wird jetzt auch passieren, da bin ich mir 100%ig sicher. So sieht's aus, Isotonic, das sehe ich auch. Ich habe noch Urlaub gegen Fürth. Erster Punkt 0:0. Ey, Tor Hertha, es kann absolut so geschehen. Ohne Geld wird da nicht viel passieren. Ja, doch, ich glaube schon, dass es irrelevant ist. Wir werden Luke Bakio verkaufen und vielleicht auch für sehr viel weniger, als wir jetzt gedacht haben. Aber wir werden sein Gehalt einsparen und die beiden Investitionen werden wir auf jeden Fall machen. Ich glaube sogar, wir werden es vorm Verkauf jetzt machen. Bei mir sind auch super viele Unioner und es wird morgen ein absoluter Scheiß morgen auf jeden Fall. Aber komm, jetzt stehe ich drüber. Dafür hat dein Lieblingsverein in Wolfsburg gewonnen. Oh, Maxi Börn, du bist so ein Schwein. Genau, nicht Kopf in den Sand stecken. Ja, ich glaube auch nicht, dass Dämmer ausreicht. Ich glaube, da kommt dann auch noch jemand. Ja, er ist genau klar, genau so ist es. Union schießt in der ersten Minute das erste Tor, dann Doppelpack. Aber da lass uns gar nicht drauf gucken. Die werden morgen alle feiern und sagen, ey, so sieht's aus. Muss man ihnen auch lassen, sollen sie feiern. Aber wir kommen schon zurück irgendwann. Nach vorne geht null bei Hertha. Genau, Geigi. Aber das werden doch alle jetzt gesehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer im Verein denkt, so geht's weiter. Aber HK, das ist doch Quatsch. Du bist unser Berufspessimist, ist doch klar, aber Hamburg spielt seit 5 Jahren zweite Liga. Die wissen genau, wie es in der zweiten Liga abgeht. Die waren jetzt 4-mal in 5 Jahren vorne dran. Also wenn jemand weiß, wie es in der zweiten Liga geht, dann Hamburg. Genau, Nasi, genau. Wir müssen von Anfang an die Dinge benennen, die schieflaufen und nicht wieder einkitschen. Ja, genau, so sieht's aus. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass das jetzt gemacht wird. Ja, sehr schön geschrieben. Sehe ich absolut genauso, Isotonic. Das ist sehr gut aus, sehr, sehr gut geschrieben. Hätte Schnullerkette. Ratzebrock. Ja, ist ja hier krass, was hier abgeht am Sonntagabend, Leute. Was ist denn hier los? Ich wollte eigentlich nur ein ganz kurzes Statement machen, Alter. Und jetzt sind hier schon so viele Leute wieder. Ich fasse es nicht.
Richter nie wieder auf die Zehen. Ja, das ist halt, das hängt davon ab, ob wir jetzt jemanden kriegen. Ich glaube auch wirklich, dass, also Palko war gestern auch nicht gut, dass Richter auf rechts viel besser aufgehoben ist. Also ich gehe mal davon aus, dass auch, dass es Pal auch jetzt scheißegal ist, wenn Suazada fit sein wird und nicht verletzt ist. Wenn er verletzt ist, können wir nichts machen, aber ich bin mir sicher, dass das Pal auch genauso sehen wird und Richter eher rechts spielt und Suazada die zentrale Rolle einnehmen wird. Da bin ich mir relativ sicher. Und auch alle, die schon Tabakovic gestern verteufelt haben, der hat wenig Bälle bekommen. Ich fand, am Anfang hat man schon ein, zwei Mal gesehen, dass auch er die Bälle gut festmachen kann. Aber es ist halt, wenn die Bälle nicht kommen, super schwer für die Stürmer. Und wie gesagt, ich fand gestern das gesamte Pressing von uns lächerlich so. Wir haben das schon viel besser gezeigt. Zum Beispiel gegen Düsseldorf haben wir so unangenehm gespielt für die. Also wir waren super, super schwer zu greifen, bis auf diese eine Szene. Und hätten wir so gestern auch gespielt, also wären wir mit der Einstellung auf den Platz gegangen, dann wäre das gestern auch nicht so furchtbar geworden. Aber es ist, wie es ist jetzt. Leute, hilft ja nichts. So, Snakey Boy, wo ist denn dein Post? Ich sehe es nicht. Genau, das sehe ich auch so, Goldern. Das lief jetzt so lange schlecht, das kannst du so schnell, also du kannst das natürlich alles umdrehen, aber das braucht halt Zeit. Ich glaube auch nicht, das kann nicht so schnell, das kann so schnell nicht gehen. Also es kann natürlich sein, wenn man mega Glück hat, das haben wir aber nicht, das wissen wir ja, dass bei uns erstmal alles scheiße läuft. Ja, deswegen, ey, wir müssen ruhig bleiben und das ist genau die Horrorvorstellung, wenn wir 0 Punkte oder 3 Punkte nach 6 Spielen haben, ist natürlich mega schwer, nicht alles zu verteufeln und zu sagen, Leute, jetzt muss die Reißleine gezogen werden. Aber was willst du jetzt machen? Also ich glaube, wir sind in der Lage, dass wir schon wissen, dass Pal der richtige Typ ist, der den Verein am besten kennt. Und jetzt dann irgendwie zu denken, so, also es wäre lächerlich. Es wäre so lächerlich, wenn wir jetzt, nachdem wir irgendwie alles umbauen, dann wieder anfangen zu zweifeln und wieder alles zurückdrehen, das wäre einfach, das kannst du dir jetzt einfach nicht mehr erlauben, einfach. Drei-fünf-zwei könnte ich mir auch vorstellen, dass er umstellt, weil es halt für die Gegner auch sehr viel unangenehmer ist. Ja. Und vorne dann ein bisschen mehr Alarm, das könnte ich mir vorstellen. Na, 3-5-2 haben wir ja letzte Saison auch schon ein paar Mal gespielt. Spielen ja viele. Also, ich glaube, ist jetzt auch nichts, das Pal jetzt verteufelt. Also, könnte ich mir schon gut vorstellen. Ist der Einfluss von Benny Grund? Warum? Ist das Benny Grunds Lieblingsaufstellung? Oder? Es spielen ja viele, also. Ja, Wittmeier war natürlich perfekt, aber der wird jetzt sicherlich nicht kommen. Wieso? Ich fand Leisner total gut, Jens Blau-Weiß. Ich finde, das ist auch richtig. Ich finde, dass der Typ alles gibt. Also ihm kannst du wirklich überhaupt nichts vorwerfen. Und ich finde es auch richtig gut, dass der als Erfahrener hingeht und benennt halt das, was eben nicht stimmt. Stehe ich voll dahinter. Ah, okay. Ja, und deswegen, also ich finde ja auch, man muss jetzt, der Kader ist jetzt ja nicht scheiße. Man kann jetzt nicht sagen, ey, wir haben einen abgrundtief beschissenen Kader. Wir haben halt einen sehr jungen Kader.
Und den heißt es jetzt halt nur so punktuell zu verstärken, dass die an Sicherheit und Qualität gewinnen, weil die jungen Spieler, die wissen ja noch gar nicht, was für eine Qualität sie haben, ob sie für die Liga ausreichen. Das muss ich ja erstmal finden. Und defensiv haben wir eigentlich die Qualität. Also, ich glaube, es hakt im Spiel nach vorne. Wenn wir dieses Problem lösen, dann sind wir auch wettbewerbsfähig, natürlich. Es ist halt überhaupt nicht nachvollziehbar, warum in diesem Club das so spät jetzt erst die Erkenntnis kommt. Weil es ja seit Jahren schon so ist. Es ist ja seit Jahren so, dass wir keinen Zehner, keinen guten offensiven Mittelfeldspieler haben. Das macht einen fertig. Und es macht einen, finde ich, dann auch fertig, wenn wir Spieler haben. Also, wie gesagt, Suazada für mich, ich weiß jetzt nicht, angeblich war er angeschlagen. Aber wenn du so einen Typen so viel Geld zahlst, Gehalt, dann verstehe ich es nicht, warum du die dann nicht auch aufstellst. Weil auch bei Dodi, wenn der keinen Verein findet, ja scheiße, dann muss er spielen. Es kann ja nicht sein, dass Spieler auf der Payroll sind und dann im Endeffekt nicht zum Einsatz kommen, wenn uns die Qualität fehlt irgendwie. Also ganz im Ernst, Dodi Luke Bakio auf rechts außen, der hätte uns gestern auch super geholfen. Es ist eben so. Und es spielt halt keine Rolle, ob jemand keine Lust hat, sondern wenn er Geld verdient, dann muss er spielen. Das kann sich ein Spieler auch nicht erlauben eigentlich, der wechseln will, dann zu sagen, nee, ich spiele nicht. Ja, genau. Und Richter hat ja auf der rechten Seite gut funktioniert. Deswegen diese Zehnerposition ist für ihn halt einfach nichts. Und das könnte Suazada schon eher spielen. Als Achter oder Zehner ist das ein Typ, der die Techniker und das Auge hat. Also, da geht es jetzt nicht um also um nicht wollen, sondern dann muss er spielen. Ja, HK. Ey. Jetzt hör mal auf, Serdar wird maßlos überschätzt. Du willst damit sagen, Suazada ist in der zweiten Liga einer der schlechteren Spieler, oder wie? Das ist doch absoluter Blödsinn. Aber gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, das habe ich auch gehört, dass Dodi hat ja schon in England gespielt. Er will lieber in den Süden. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin mir auch sicher, dass Dodi jetzt gehen wird, dass wir ihn schon verkaufen für 6, 7 Millionen, aber ich glaube auch, dass wir jetzt investieren werden nochmal. Genau, Goldhand. Benze kann auf der 10 spielen, Suat kann 6 oder 8 spielen, Richter auf rechts. Auf der linken Seite Rese. Allerdings muss man sagen, dass Winkler gestern auch, als er reingekommen ist, also Winkler ist auf rechts auch. Kein schlechter Spieler. Also. Serdar hat uns weitergeholfen beim Pokalspiel gegen einen Viertligisten. Was sagt ihr das? Das sagt mir, dass wenn er gegen einen Viertligisten spielt, dass er dann auch wahrscheinlich gegen Elversberg oder Kaiserslautern spielen würde. Benze braucht, ja, der braucht noch ein bisschen Zeit, glaube ich auch. Man kann ihn mal auf die 10 setzen, aber ich glaube auch nicht, dass er da sofort helfen wird. Da bin ich mit dir auf einer Seite. Ja, das ist, glaube ich, richtig Erzengel Mike. Naja, also Leute. So, es wird jetzt sicherlich spannend. Ich hänge mich mal aus dem Fenster und sage, diese Woche wird Diego Demme auf jeden Fall kommen. Ich habe es ja schon letzte Woche gesagt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie es dann aussieht, nachdem der Transfermarkt geschlossen ist, das werden wir sehen.
wenn, ach, hier schreibt es Dennis gerade, ich wollte gerade sagen, wenn für Suat Serdar kein Angebot kommen wird, dann wird er auch wieder für uns spielen. Da bin ich mir auch sicher, dass Paul sagen wird, ey, du musst spielen. Ja, man weiß nicht, was die für Verträge haben. Es. Ja. Niemand weiß Genaues. Aber jeder weiß, dass wir jetzt nochmal was holen müssen. Ja. So, also ihr Süßen. Wir werden es sehen. Wir sehen uns am Dienstag mit Dennis. Ich bin gespannt, was er da sagt. Du hast es als fix gemeldet, du arrogantes Schwein. Ja, war, ist ja, es ist ja auch fix. In den italienischen Zeitungen stand es ja auch drin. Wie gesagt, ich hätte, so wie ihr ja auch, hundertprozentig, ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir vor dem Hamburg-Spiel die Nachricht kriegen, dass er bei uns unterschrieben hat. Wie gesagt, er war jetzt gestern auch noch nicht mal mehr auf der Bank in Napoli. Also ich glaube auch, dass das jetzt, dass es jetzt die Woche passiert. Ich könnte mir sogar vorstellen, die nächsten Tage. Aber gut. Man weiß es auch nicht. Vielleicht zerschlägt sich es auch ganz. Aber trotzdem, ich bin mir sicher, dass es jetzt morgen, übermorgen, Mittwoch passieren wird. Wahrscheinlich kurz vor unserem Stream. So. Hab dich im Volkspark gesehen, aber du hast gestreamt. Im Ausschnitt sieht man bei Ninz, wie du da sitzt. Hä? Wer denn? Mich? Was? Im Volkspark? Also ich war nicht im Volkspark. Volkspark Friedrichshain oder was? Ich habe das mir bei Tom abgeguckt. Clickbaiting at its best. Ich war nicht im Volkspark Friedrichshain. Nee. Sorry. Ich war ganz brav zu Hause. Was soll ich auch machen? Ich darf gar nicht. Bei Ninz. Das Video bei Ninz. Okay, ich schau mal. Ich schaue es mir an. So, also, wir machen Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen die Seele vertröstet, dass wir darüber reden konnten, 24 Stunden nach dem Spiel. Und schlechter kann es nicht werden. Tja, behaltet den Kopf oben auf jeden Fall morgen. Was soll man mehr sagen? Und es ist doof, so durch die Woche zu gehen, aber mal schauen, was nächstes Wochenende passiert. Wir sehen uns Dienstag. Küsschen auf eure Seelen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich gucke nochmal, ist noch was passiert? Nee, also Kuss. Und bis Dienstag. Tschüss. Musik? Okay, Musik. Ciao. Kommt zurück und scheint für dich.
dir die Tränen aus den Augen, lass die Hoffnung nie vergehen. Alte Wunden werden heilen, du wirst sehen. Alle Wunden werden heilen.